wundert sich jetzt darum, dass ihr alle auf die Straße kommt. Jeder, der unzufrieden ist, muss auf die Straße. Ja, wo soll es denn sonst hingehen? Wir gehen ab Montag wieder auf die Straße, weil es kann so nicht weitergehen. Ich habe ja gerade Hubert Aiwanger gehört, das ist alles richtig, was er sagt. Ja? Und deswegen geht es ja darum, dass wir uns diesen ganzen Quatsch nicht gefallen lassen dürfen. Das ist das A und O. Und das ist ja jung, alt, ist scheißegal, wo du herkommst. Ist vollkommen egal. Ob du arm bist, reich bist, wir werden sowieso alle ärmer werden. Das geht uns alle an. Sicher sein. Ja, das erlauben wir. Ich glaube keiner, der ärmer wird, wir sagen, oh, super, dass wir jetzt beide sind, das war gut. Und deswegen, das ist der Plan. Ja, und das kannst du den Grünen gar nicht vorwerfen, weil das haben sie von Anfang an gesagt. Wer den Habeck mal zugehört hat, ja, der hat das, das ist die, die wollen das ja alles. Nur die anderen machen das ja alles weg. Und das ist das Schlimmste. Deswegen, ich kann nur jeden animieren, appellieren für eine bessere Zukunft, müssen wir auf die Straße. Es muss doch bezeichnend für jeden sein, dass Deutschland in der Mitte von Europa das einzige Land ist, was kein Wachstum hat. Im Gegenteil, wir schrumpfen gerade in unserem Wohlstand. Ja, und dann heißt es, ja, der Russe hat Schuld. Oder warum hat der Russe nicht bei allen anderen Schuld? Das Klima, warum hat das denn bei allen anderen nicht Schuld? Das ist doch absurd, dass wir mit so einem Quatsch abgehen. Das verstehe ich einfach nicht. Ja, weil es uns anscheinend immer noch zu gut geht. Ja, du gehst in den Supermarkt rein, ja, alles da. Du machst den Lichtschalter an, noch geht das alles, das Licht. Aber das wird doch nicht so gut gehen. Das weiß doch auch jeder, der halbwegs klar denken kann.